Guten Tag und hallo, liebe Campingfreunde. So, ich habe ein paar Sachen vorbereitet. Da zeige ich noch mal einzeln, was wir da alles mitnehmen. Wir machen am Freitag jetzt, Freitag, Samstag und Sonntag auf dem Wohnmobilstellplatz an der Windmühle bei der Familie Lotz in Reuth. Ausstellung, wenn um autarke Stromversorgung geht für Wohnmobile. So, da habe ich ja ein paar Sachen vorbereitet und dann nehme ich alles einfach mit. Da zeige ich jetzt euch, was ich da jetzt habe. So, ich nehme ein paar Solarplatten mit, die ich ja, wo wir verbauen. Also einmal ist die 165 Watt Peak Schindeltechnologie, dann ist diese schmale 120 Watt Peak, auch Schindeltechnologie, dann die 115, dann die Backkontaktzellen, also einmal 125, auch die schmale, und dann das, was wir am meisten dafür bauen, ist die Backkontaktzellen, auch 125, auch Backkontaktzellen. Ja, und hier habe ich ja was vorbereitet, also erstmal der Standbeilader, dass man ja auch die Lithiumbatterie, wenn das Fahrzeug steht, also draußen und hat man Solaranlage, Lithiumbatterie, kann man auch die Motorbatterie laden. Dann einmal Solarregler von Photronic. Verbauen wir nicht so oft, aber schon. Ja, mit LCD-Monitor. Dann Ladebooster von Photronic. 30 Ampere Ladebooster von Victron Energy. Diese Kabeldachdurchführung, was wir ja machen. Nur wir machen ja verschiedene Anschlüsse. Wir haben auch so schmale dafür, so Messschan von Victron, auch Smart. Ja, Ladegerät 20 Ampere auch von Victron. Ja, und das, was wir meistens machen, da ist der MPPT-Regler von Victron Energy 100-30 oder 100-50, 100-20, 75-20. Ja, natürlich unsere Batterie. Die 5M Energy, 200 Amperestunden. Ja, vielleicht klappt das schon bald, dass wir auch in der gleichen Masse ja, 300er kriegen. Das ist noch, ja, das wird noch ein wenig dauern, aber ich hoffe, dass das irgendwann klappt. Ja, dann ist ja einmal der Wechseldichter, das wir ja zu 90% verbauen, ist von Dometic, vorher war von Büttner eingebaut, jetzt halt ist ja Dometic Büttner. Ja, das ist die 1500 Watt Wechselrichter. Ja, FI-Schalter, so diese Mega-Sicherung. Da ist der schöne Fanschalter von Dometic. Ja, hier kommt noch IVT rein. Ja, ich nehme immer aus dem Regal, solange bis nichts mehr da ist. Ich hoffe, dass ich die noch morgen oder übermorgen bekomme. Und der Wechseldichter kommt auch hier, das ist die 2000 Watt. Ja, und das ist die Umschaltstation. Also ich bin kein Freund da von integrierten Netzbohranschaltung, sondern machen wir immer externe. Ich sage ja immer, wenn man ja, weiß ich nicht, weit weg ist in Spanien oder wie auch immer, geht der Wechseldichter kaputt, hat man gar keinen Strom. Und hier mit der Umschaltstation kann man sich immer noch an Strom anschließen und funktioniert weiter. Ja, und so eine Solartasche von Wattstunden, die wir auch öfter verbauen. Ja, das ist die 200 Watt Peak. Und ja, mit einem Regler von Victro Energy 75-20, da hat man ein wenig Reserve. Von der 15 halte ich nicht viel, die gehen da schon öfter kaputt, aber die 20er, ich glaube, die hatte ich noch nicht kaputt. So sieht das aus. Also das nehmen wir alles mit. Zwei Platten, die großen, werden ja hier angeschlossen an dem Solarregler, dass man jeder sehen kann, wie das funktioniert per Bluetooth, wie die App von der Batterie funktioniert. Ja, so sieht das aus. So, da wird, ich glaube, wieder schön. So, blende ich noch mal ein, wo das genau so, wo das ist mit Telefonnummer
von dem Marcel, ja, da kommt auch ein Kunde von mir, den kenne ich schon, glaube ich, den Cornel. Ja, der wird schon, glaube ich, 2 Jahre. Ja, der ist Musiker und hatte gesagt, ja, ich mache ja ein bisschen Musik. So wird ja bestimmt, ja, Marcel macht da auch mal Grillen und Fassbier, also wird bestimmt lustig. Also voriges Jahr war wirklich super wunderschön. War klasse Klientel. Wir haben da gesessen, als wir uns schon alle Jahre lang kennen würden. War wirklich nett und hatten wir auch mal Spaß. Da kann man ja auch super Fahrrad fahren oder mit dem Hund spazieren gehen. Also ich bin ja, jetzt war ich ja Wochenende da und jetzt bin ich wieder, ne? Also ja, und jetzt habe ich hier einen Wohnwagen stehen. Da Wohnwagen eigentlich ist nicht meins. Ich war Vertragshändler von die CLNC und dann war, weiß ich nicht, welche Jahr war das. Da haben die mir, ah, Bernhard, du musst ja auch nur Wohnwagen haben, du hast ja riesige Gelände. Ja, sag ich, nee, das ist nicht mein. Doch, nimmt ja erstmal 3 Stück. Gut, aber das war wirklich nicht meins. Also, ich könnte das nicht verkaufen. Ich bin ein Techniker und was sollte ich hier reden? Über Polster oder was? Und da hatte ich ja kurz und da habe ich gesagt, nee, ich kann das einfach nicht. So, Wohnmobile habe ich super verkauft, ob das auf der Messe oder bei uns, an unserem Gelände oder so. Ja, das war das schon, aber wenn es um Wohnwagen geht, das könnte ich einfach nicht. So, aber da habe ich einen Wohnwagen und der Kunde hatte einen Mover, sagte ja, immer Probleme mit der Batterie. Und ja, wenn ich ja nach Spanien fahre, dann möchten wir auch mal, wie heißt das, da möchte ich mal ein wenig Licht haben. Ja, und da habe ich ihm das alles umgeklemmt, sage ich, ja, weißt du, aber mit so einer Batterie, was du da hast, ist ja nicht, das ist ja nichts. Meistens, wenn man den braucht für den Mover, da ist die Batterie leer oder kaputt oder wie auch immer. Und da habe ich gesagt, wenn du das vernünftig haben möchtest, da wenigstens eine Platte, da haben wir ihm eine Platte da drauf geklebt, 120 Watt Peak mit Solarregler. Und unsere 100 Ampelstunde Lithium-Batterie, 5M Energy, ja, und alles verkabelt. Und dort wird ja, was der mir noch gesagt hat, war der Kühlschrank. Da steht er gerade hier. So kann ich ihn mal zeigen. So, da steht der Kühlschrank ausgebaut. Ja, also als ich das abgedrückt habe, war alles okay. Aber sobald man den am Laufen, da ist da oben von dem Regler da, ist er undicht und natürlich ist das lebensgefährlich, haben wir nicht schon ausgebaut. Ich habe es bestellt. Ich hoffe, dass ich das noch kriege. Bald. Und ja, das wird wieder eingebaut. Ja, zeige ich dann mal vielleicht kurz. Ja, wie da die Batterie aussieht. Ja. So, da haben wir eben die 100 Ampelstunde Lithium-Batterie eingebaut, die 5M Energy. Da ist ja der Solarregler von Victron. Hier ist das Ladegerät. Der hatte hier Ladegerät, aber der war leider kaputt. So, hat ja nicht funktioniert. Da habe ich ja ausgetauscht. Jetzt kann der auch die Batterie laden mit 20 Ampere oder Umstelle auf 10 Ampere. Ja, ist er. So, eine Solarplatte obendrauf, 120 Watt Peak. Jetzt hat er nicht nur vom Gewicht her, aber die Batterie hält auch was. Ja, das so gut wie ich weiß, der Wohnwagen steht ja draußen. Ja, da wird die Batterie konstant geladen. Ja, und wenn der irgendwo dann sich nach Spanien fährt, kann er sich ja Licht anmachen. Ja, der Kühlschrank auf Gas kann ja laufen und ja, da wird ja schon funktionieren. So, liebe Campingfreunde. So, liebe Campingfreunde, also wie gesagt, am Freitag jetzt 24., Samstag 25. und Sonntag 26. Mai machen wir
Beratung für autarke Stromversorgung für Reisemobile. Und ich hoffe, das wird alles schön. Wenn jemand Interesse hat, muss er die Telefonnummer, blende ich nochmal ein, von Marcel, den er anrufen und Platz reservieren. Und am Ende wie immer, wenn jemand eine Frage hat, kann er mich gerne anrufen. Und bis bald!